Die Aktie von Microsoft steht heute im Mittelpunkt der Ausgabe von Bernecker, der Tagestipp, zu der ich Sie herzlich begrüßen darf. Bei uns im Studio Stefan Schmidbauer, Redakteur vom Frankfurter Tagesdienst. Herr Schmidbauer, Microsoft hat kürzlich erst die Zahlen präsentiert. Wie sind denn die ausgefallen? Richtig, Microsoft hat für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg von 14% auf 19 Milliarden US-Dollar gemeldet. Auch der Gewinn hat sich sehr ordentlich entwickelt. Hier liegt der Zuwachs bei 60% auf 6,7 Milliarden Dollar. Das lässt sich schon ganz ordentlich an. Und man kann sagen, dass die Zahlen insgesamt sehr beeindruckend ausgefallen sind. Ergänzend dazu vielleicht noch die operative Marge, die für viele Anleger auch sehr wichtig sein dürfte. Die liegt bei 35%. Da würden sich einige Wettbewerber gerne eine Scheibe von abschneiden. Wovon sich vielleicht einige Wettbewerber keine Scheibe abschneiden würden, war zum Beispiel das Betriebssystem Windows Vista. Das ist ja nicht ganz so gut angekommen. Gegen Ende 2009 kam dann jetzt das neue Betriebssystem Windows 7. Hat gute Kritiken bekommen. Wie hat es denn am Markt eingeschlagen? Wie verkauft es sich? Verkauft sich richtig gut, muss man sagen. Im Vergleich zum Vorgänger konnte Microsoft in den ersten Tagen nach der Handelseinführung 264% mehr Lizenzen verkaufen. In Zahlen sieht es dann folgendermaßen aus. Bis Ende Januar sind 60 Millionen Lizenzen von Windows 7 verkauft worden. Interessant ist dabei eine Geschichte, Microsoft hat bislang fast nur an Privatkunden verkauft. Sie spüren eine sehr große Zurückhaltung bei den Geschäftskunden. Diese sind weitestgehend noch auf Windows XP oder Windows Vista unterwegs. Und Microsoft geht aber auch davon aus, dass sich diese Zurückhaltung im Laufe des Jahres legen wird. Dann wird es nochmal richtig interessant für das Unternehmen. Richtig interessant, vielleicht auch die fundamentalen Daten des Unternehmens. Wie ist die Aktie bewertet? Aktie ist momentan sehr moderat bewertet. Wir liegen bei 28 US-Dollar in etwa. Das heißt, auf Basis der Gewinnschätzung für 2011, die derzeit bei 2,20 Dollar liegt, haben wir hier ein KGV von 13. Das ist eine sehr angemessene Bewertung. Jetzt haben wir zurzeit sehr volatile Märkte. Anfang der Woche ging es rauf. Gestern hatten wir natürlich dann wieder fallende Märkte, fallende Kurse. Wie sollten sich jetzt die Anleger bei der Aktie von Microsoft positionieren? Ich würde das aktuelle Kursniveau von 28 US-Dollar durchaus nutzen, um meine erste Position aufzubauen. Sollte die Korrektur etwas schärfer ausfallen, sollte es weiter nach unten gehen, wären Kurse um 25, 26 US-Dollar sicherlich ein attraktives Einstiegsniveau. Das müssen wir natürlich umgekehrt fragen. Unten wissen wir jetzt ungefähr, wo wir rein sollen. Wie viel Potenzial trauen Sie der Aktie nach oben zu? Man muss natürlich sehen, dass die Microsoft-Aktie schon sehr stark gelaufen ist. In den letzten 12 Monaten haben wir hier einen Kurszuwachs von 50%. Ich würde allerdings davon ausgehen, wenn sich dieser Investitionsstau, von dem ich eben gesprochen hatte, im Laufe des Jahres legt, dass wir durchaus Kurse bis 40 US-Dollar sehen könnten. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Tenor, Fuß sollte man in der Tür haben, oder? Unbedingt Fuß in der Tür haben, Potenzial nach oben ist da. Vielleicht mit Stop-Buy-Limit arbeiten, hier würde ich die Marke von 30,20 Dollar empfehlen. Dann haben wir ein Kurspotenzial nach oben von etwa 40%. 40% ist ein gutes Kurspotenzial. Vielen Dank, Stefan Schmidbauer, Redakteur vom Frankfurter Tagesdienst. Das war die letzte Ausgabe von Bernecker Tagestipp für diese Woche. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Ich wünsche Ihnen natürlich erfolgreiche Geschäfte an den Börsen. Wir sehen uns am Montag dann wieder zu einer neuen Ausgabe von Bernecker der Tagestipp. Bis dahin.